Es hat geklappt. Man glaubt es kaum, in Berlin ist nun tatsächlich korrekt gewählt worden. Es waren genügend Wahlzettel da. Es stand um 18 Uhr niemand mehr vorm Wahllokal. Der Landeswahlleiter war anschließend müde, aber glücklich. Wenn Sie so ein bisschen sozusagen Ringe unter meinen Augen sehen, liegt das daran, dass wir bis heute um 4 Uhr im Amt für Statistik noch ausgewertet haben. Das war so gefühlt die längste Nacht seit meiner Examensfeier. Ich weiß nicht, warum er damals sein Examen im Amt für Statistik gefeiert hat, aber seine Sache. Das Ergebnis der Wahl lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Berlin hat keine Lust mehr auf die SPD. Es geht sogar noch kürzer. Das Wahlergebnis für die SPD gestern in einem Wort, und da wir uns schon eine ganze Weile kennen, wirklich in einem Wort. Unschön. Reicht das? Das Wort oder? Ja, das Wort. Na, Sie haben mir ja nur ein Wort gegeben. Warum muss man aus einer ganz normalen Reporterfrage immer noch eine kleine Spielshow machen? Ich verstehe das nicht. Bitte analysieren Sie das Wahlergebnis mit nur einem Wort. Maximal zwei Silben ohne die Vokale A, I und E. Die Zeit läuft. Unschön. Unschön aus Sicht der SPD ist vor allem Folgendes. Die CDU hat 10 Prozentpunkte hinzugewonnen und ist mit Abstand stärkste Kraft. Ihr Spitzenkandidat heißt Kai Wegner, den kennt niemand, ist aber auch egal. Die CDU hätte auch ein Glas Berliner Weiße aufstellen können. Und auch das hätte mehr Stimmen geholt als die SPD. Und warum? Wir haben ein Phänomen bei dieser Partei, das wir noch nie beobachtet haben. Sie profitiert nämlich davon, was sonst typisches Muster der Protestparteien ist, von der Enttäuschung der anderen. Wir fragen am Wahltag immer, haben Sie Ihre Partei aus Überzeugung oder Enttäuschung gewählt? Unter den CDU-Anhängern nur noch 43% Überzeugung für meine Partei und 50% plus 17 Enttäuschung über die anderen Parteien. Ja, die CDU ist die neue Protestpartei. Die AfD ärgert sich blau. Wichtig war den Wählerinnen und Wählern offenbar vor allem das Thema Sicherheit. Da hatte ja die CDU eine ziemlich robuste Kampagne gefahren nach diesen Silvesterkrawallen. Da hieß es, man will jetzt die Vornamen der Leute wissen. Die Vornamen sind entscheidend. Es reicht uns nicht, dass es Deutsche sind. Wir wollen die Vornamen wissen von den Leuten, die da dem Ansehen Berlins so geschadet haben. Ein Vorname ist nun bekannt, Franziska. Sogar ihren eigenen Wahlkreis hat Franziska Giffey nicht halten können. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Wahlsieger Kai Wegner jetzt auch wirklich eine CDU-geführte Regierung bilden kann. Was würden Sie darauf wetten, dass es bald regierender Bürgermeister Kai Wegner heißt? Schauen wir mal, eine ganze Menge. Eine ganze Menge? Heißt was? Wollen Sie jetzt eine konkrete Summe von mir wissen? Ja, oder einen Kasten Bier oder irgend sowas. Kasten Bier. Da muss Wegner kurz nachdenken, ob dafür in Berlin noch genügend Geld da ist. Franziska Giffey wirkt da irgendwie entschlossener. Wir nehmen dieses Ergebnis ja auch in Demut an. Aber wir sind diejenigen, die als Sozialdemokraten und als diejenigen, die zweitstärkste Kraft geworden sind, auch den Anspruch erheben, diese Stadt weiter mitzugestalten. Ja. Mit Demut durchaus, aber auch eben mit Arroganz. Und es ist eine arrogante Demut, aber es ist eine Demut. Können wir uns jetzt wirklich darauf verlassen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist in Berlin? Oder sind vielleicht doch Fehler passiert? Hier nochmal der Landeswahlleiter. Ja, was ist gestern sozusagen an Fehlern passiert? Wir hatten einen Vorstand, der verschlafen hat. Es gab ein Problem mit einer Wahlurne und dem Schloss daran. Es gab ein Problem mit einer Telefonanlage. Sie wissen, wenn die Bürgerinnen und Bürger in den Bezirkswahlämtern anrufen, dann gibt es so eine Ringschaltung, das hat nicht richtig funktioniert. Ein Hausmeister erschien erst um 8.21 Uhr. Das hat mich sozusagen an meinen Hausmeister im Lessing-Gymnasium damals erinnert. Ja, Mensch, ja. Oh, da hat noch jemand seine Thermoskanne mit Kamillentee im Auto vergessen. Dann war bei einem Kugelschreiber, musste eine Mine ausgetauscht werden. Und, eine Wahlhelferin hat eine Kontaktlinse verloren, mussten wir alle suchen. Hat mich an meine Tante Uschi erinnert. Aber sonst gab's nichts Gravierenderes. In Lichtenberg wurden rund 450 Briefwahlstimmen entdeckt, die noch nicht ausgezählt wurden. Aha, ja, das klingt wieder mal nach Berlin. Die lagen da noch irgendwo. Irgendwelche Zettel, man wusste nicht genau von dieser Wahl, von der letzten Wahl. Stand als Spitzenkandidat noch Eberhard Diepgen drauf. Ne?
Inzwischen hat man sie mitgezählt. Weil Berlin nun mal unsere Pannenhauptstadt ist, haben auch wir von Extra 3 am Sonntag einen eigenen Wahlbeobachter hingeschickt zur Sicherheit. Okay, also Sie haben Ihr Kreuz richtig auf ein Stück Papier gemacht und nicht irgendwie auf den Tisch. Ja, natürlich. Ja. Das ist schon mal sehr beruhigend. Mein Name ist Martin Hagedorn und ich bin Wahlbeobachter. Und ich habe in meiner langen Laufbahn schon wirklich allerhand erlebt. Die Wahlen zum Beispiel in Myanmar, in Turkmenistan oder Burundi. Aber heute wartet auf mich mein vermutlich schwerster Fall. Berlin. Glauben Sie, das klappt heute? Ich mache das jede Woche, wenn es sein muss. Ich finde es eine solche Blamage. Berliner Verwaltung, man wundert sich nicht mehr. Wenn man scheitert, ist es ja nur, dass man es besser machen kann. Und deswegen so oft, wie es geht, bis es klappt. Okay, dann. Für Entwicklungsländer wie Berlin sind Wahlen natürlich noch sehr neu und ungewohnt. Aber hey, je öfter man wählt, desto demokratischer wird man ja auch. Wir haben ja als Wahlbeobachter eine sehr gute Wahl in der Mongolei beobachten können. Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, bis Berlin auf Augenhöhe mit der Mongolei ist, was Wahlen angeht? 20 Jahre mindestens, oder? Sollten mal die Leute in die Mongolei fahren und sich da abgucken, was sie besser können. Sollte man in Berlin überhaupt noch Wahlen durchführen? Oder soll man sagen? Logisch, ja. Überall, immer wieder. Also nicht so häufig. Ja. Oder sagen ja. Sie, alle fahren nach Brandenburg und machen das da? Nein, die können es wahrscheinlich. Gut. Man sollte in Berlin nach wie vor wählen, ja. Jetzt haben Sie schon gewählt. Das heißt, die Wahlzettel, die Sie da gesehen haben, sahen auch amtlich aus. Ja. Also sowas haben Sie da nicht gesehen, wo Sie sagen... sind Sie aufgefordert worden, sich Wahlzettel miteinander zu teilen oder so etwas, um Wahlzettel zu sparen? Oh je, was für eine Frage. Die Frage erstaunt mich. Haben Sie sich zu Hause ein bisschen vorbereitet auf die Wahl? Irgendwie, dass Sie gesagt haben, sicherheitshalber nehme ich ein Stück Papier und einen Stift mit, falls da drin wieder keine... Ja. Haben Sie mit? Gut. Das habe ich gut. Natürlich mit. Ein Pausenbrot. Ja, sehr gut. Beruhigungsmittel, alles da. Ob das, was auf den Wahlzetteln draufsteht, auch mit der Wirklichkeit deckungsgleich ist. Wenn Sie mir einmal kurz sagen, was Sie gewählt haben. Wenn die Berliner Verwaltung das jetzt schon wieder verbaselt hat, dann habe ich hier zum Glück das offizielle Endergebnis. Also 39 Mal Giffey, 43 Mal der Typ von der CDU und 9 Mal Gemüsedöner extra scharf. Tja, das ist Berlin. Danke, Nils Holz und Sebastian Ried. Franziska Giffey will im Amt bleiben. Und sie will im Amt bleiben, obwohl sie für ihre desaströse Bilanz abgestraft worden ist. Oder für die desaströse Bilanz ihrer Vorgänger. Da sollte man fair bleiben. Alles kann man ihr wirklich nicht in die Schuhe schieben. Aber es gibt halt in Berlin dieses allgegenwärtige Gefühl, irgendwie funktioniert gar nichts. Eltern und Lehrer beklagen den Zustand der Berliner Schulen. Zu wenig Lehrer, zu wenig Plätze. Schimmelschulen, die geräumt werden müssen, abstürzende Fenster und einen riesigen Sanierungsstau. Wie war das? Abstürzende Fenster? Das klingt wie eine Band. Einstürzende Neubauten haben Berlin ja auch mal bekannt gemacht. Also vielleicht schaffen das die Schulen auch. In den Ämtern geht auch nichts voran. Auf eine Geburtsurkunde wartet man in Berlin durchaus mal bis zu 4 Monate, weil die Standesämter überlastet sind. Man braucht aber diese Geburtsurkunde, um Elterngeld zu beantragen. Ich vermute, die Verzögerungen ziehen sich dann durch das ganze Leben. Elterngeld gibt es erst, wenn das Kind schon zur Uni geht. Und mit dem BAföG kann es sich dann später die Rente aufbessern. Auch beim Thema Verkehr, ich meine, man weiß es ja, manches dauert doch wirklich sehr, sehr lang. Eine neue Ampel brauchte in Berlin-Mahlsdorf dank organisierter Unzuständigkeit 25 Jahre. Jetzt blinkt sie. Ja, 25 Jahre für eine Ampel ist vollkommen normal. Es ist auch nicht das einzige bürokratische Hindernis. Es gibt Straßen in Berlin, da wird man noch von Fopos angehalten und muss sein Geld in Ostmark umtauschen. Satire ist nicht einfach nur lustig, Satire muss aufregen, Satire muss zum Nachdenken anregen und sie muss auch mal dahin gehen, wo es unbequem ist. Und deshalb ist die ganze Folge Extra 3 nicht mehr hier, sondern ab jetzt exklusiv in voller Länge in der ARD Mediathek verfügbar. Sie schaffen das. Ich glaube fest an Sie.